Ich würde sagen, so kommen wir mal ins Glamride Festival einstarten. Trained by life every day, tired of where it's been going. I went through a similar phase, going through every emotion. Now it's a whole different wave, I see the future approaching. Nothing can get in my way, this is my life, I control it. I got the remedy, bringing a new source of energy. Look in the mirror, the glimpse of me is the only thing that can limit me. Going against and defying. Ich klaue auch den König da hinten ins Geschäft. Dem Knallkopf da. Going against and defying the odds. As we dealt, we judging the cards. Nowhere to go, cause we came too far. The time in this now, this box taking charge. Hallo! Grüß euch Gott zu einer neuen Folge von Improve Yourself. Wir sind gerade beim Glamride Festival in Saalbach unterwegs und was da alles so geboten ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Auf geht's! Wir sind gerade frisch angekommen in Saalbach und die Jungs von Trail Touch, die haben mich heute gefragt, ob ich einfach für ein paar Aufnahmen für sie zur Verfügung stehe. Wir haben am Freitagnachmittag eigentlich nur zwei Runs gemacht. Einmal, wo wir die Aufnahmen gemacht haben und das Shooting gehabt haben und nachher noch einen Follow-Run mit der GoPro. Wenn ihr die Aufnahmen geil findet, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Wir geben da schon am ersten Tag mal alles. Okay, ready? So random, wir kennen uns überhaupt nicht, wir sehen uns heute zum ersten Mal, die Jungs sind zum ersten Mal auf der Z-Line. Und die zweite Abfahrt war gleich mal ziemlich wild. Geil, Scheiße. Geil. Jetzt sind wir mal fertig mit Radfahren. Jetzt cruisen wir mal da hin, wo das Eventgelände ist. Ich bin auf dem Ding unterwegs, der Bruder mit dem Rad. Mal schauen, was da so los ist. Ich glaube, das sind wir richtig. Jetzt erlaubt, Alter. Gib ihm! Professionell. Ich klaue da den König da hinten ins Geschäft. Dem Knallkopf da. Ja, bei mir ist das viel geiler. Ja, wunderbar, danke. Sauber. Da geht es ja schon mal ordentlich ab, aber jetzt darf ich sagen, jetzt fahren wir mal weiter und schauen mal, was da noch so los ist. Ich habe auch gerade einfach ein Eis geschenkt gekriegt, das ist ja irre. Ja, die steht da, wie bestimmt nicht durchgeht. Also das ist definitiv keine gute Idee. Hab nicht gewusst, dass da Schotter ist. Da ist er. Geil! Statusbericht. Wir werden zu versauen heute. Wir versauen es heute noch. Nein, ich pass auf die Burm. Genau, wir sind gestern angereist, haben mal die Z-Line ausgecheckt und jetzt befinden wir uns gerade auf der Panorama-Line. Ich darf sagen, wir geben da jetzt ein bisschen Gas und schauen uns das Ganze mal an. Am Samstag wird man mal einige Strecken auschecken, die wir noch nicht kennt haben. Der Startschuss am Panorama Trail war da genau das Richtige.
Weil das ist ein blauer Flow-Trail, der es wirklich in sich hat. Große Jumps, die man einfach auslassen kann und jede Menge Spaß, an dem man jedoch nicht vorbeikommt. Puh, geil, geil, geil. Alter, was für Leine! Da haben wir schon wieder einen, der was nur ein Baustein am Rall hat. Boah, die Wurzelecken da. Heimwege. Okay, das war's von der Panorama-Line. Jetzt geht's weiter auf die X-Line. Da sind wir ja schon beim letzten Video mal am Start gewesen und da haben wir für ein, zwei, mit denen ich heute unterwegs bin, den Roadgap noch offen und ich hoffe, die springen den heute. Das ist einmal ein Service. Sind die Verliftinger nicht schon was ausgemacht? Nein, nein. Boah, schau. Danke. Danke schön. Nachdem ich die X-Line diesmal schon kennt habe, war es um einiges entspannter als wie bei der Erstbefahrung. Aber meine Kollegen waren ordentlich geflasht und das zu Recht. Da sind wir wieder mal zurück beim Drop. Und der Mich müsste sich da heute reinlassen, das war geil. Ja, was soll ich da sagen? Ich hab's versprochen. Ja. Steht in meinem Vertrag. Eben, ja. Spike, 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 Spike. Ich soll vorfahren, Mich fährt nach. Und hoffentlich passt es. Was sagt er? Fährst du nach? Let's go. Yeah! Woo! Yes!
Jawohl, mich! Alter! Ich glaube, der ist weit gegangen. Ist schon geil, gell? Gratuliere! Insane! Weiter geht's am Hackelberg Trail. Der Hackelberg Trail ist eine 6 Kilometer lange Strecke, die für sein Panorama und die Landschaft bekannt ist. Da war am Samstag richtig viel los und es ist immer wieder zum Stau gekommen. Aber wir schauen uns jetzt mal die Abschnitte an, wo ein bisschen weniger los war und wo es echt lässig zum Fahren war. Und nach der 6 Kilometer langen Abfahrt bei ungefähr 30 Grad war es dann einmal an der Zeit, eine kleine Pause einzulegen. Ein großes Fanta bitte. Ein großes Fanta. Für mich auch. Zwei. Schön. Leider. Das hoffe ich auch für dich. Ja, easy, oder? Geil, Alter. Jawohl, und nach einem geilen Mittagessen und einem kleinen Flip bin ich jetzt einmal mit dem Luis Gerstner und mit dem Jonas Salamon unterwegs. Und da wollte ich echt schon mal einen Run fahren und ich würde sagen, da haben wir uns jetzt mal rein, oder? Let's go, Alter. Let's go. Boah, die Mann, da geht's aus, oder? Da geht's ab, ja. Die Hunde fallen hier in den Sinn. Achso, ja, fix. In den Sinn. Oh, ja! Insane! Alter! Da ist es gleich. Wir schmeißen das Schnitzel umeinander. Ja. Brutal. Jo! Haben wir einen verloren, oder was? Bissl!
Ja, das war's von der Z-Line. Kranke Abfahrt auf jeden Fall. Die Typen geben anders Gas. Schreibt mal in die Kommentare, was der gute Stefan als nächstes lernen soll. Philipp. Philipp, Stefan. Ich bin ja nicht der Dollinger. Ja, stimmt. Hey, Shoutout an die Dolly. Was der Dolly als nächstes lernen soll. Gott sei Dank quietscht die Bremsen nicht. Alrighty, das war's vom ganzen Glamride. Wir sind jetzt an Tag 3, es ist immer noch richtig geiles Wetter. Für uns geht's jetzt wieder heim. Wir haben einiges gesehen, eigentlich die ganze Experience. Wir haben einen Haufen Trails gesehen, wir haben das ganze Nightlife gesehen. Wir haben gesehen, was halt alles so geboten ist und es war einfach ein mega cooles Wochenende. Nächstes Jahr hoffentlich genau wieder zur gleichen Zeit, am gleichen Ort. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mal ein Like da, abonniert meinen Channel und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Mittwoch bei einer neuen Episode. Bis bald und habe die Ehre!